Wir sind hier im schönen Halle am Posthornsee und den gucken wir uns jetzt mal bei einer Stippvisite genauer an. Hallo Sebastian. Hallo. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ja. Am wunderschönen Posthornsee in Halle an der Saale. Ja. Fahrt war entspannt, war sehr gut. Ne? Danke für die Einladung. Super. Und jetzt gilt es natürlich noch ein paar Fragen zu klären. Wir wollen natürlich nicht wissen, was es hier für Fische am meisten gibt, wie man die am besten fangen und wo irgendwelche Hotspots sind, das müssen wir selber herausfinden. Das ist in Ordnung. Das ist die Aufgabe, die wir uns gestellt haben. Aber die Bestimmungen. Ja. Bootsangeln ist erlaubt. Generell erlaubt. Ja, deswegen haben wir das Boot auch mit. Echolot ist auch erlaubt. Ist gestattet. Wegen der Tiefe, damit wir wissen, ja, ne, wo wir angeln. Elektromotor. Ist gestattet. Ist gestattet. Schleppangeln nicht. Schleppangeln ist den Bestimmungen der Gewässerordnung in Sachsen-Anhalt nicht gestattet, ja, weil wir eine Gewässergröße unter 30 Hektar haben. Okay. Triftangeln ist erlaubt. Das ist gestattet. Wenn wir auf Raubfisch angeln, dann können wir auch die Wetter- und Windverhältnisse ausnutzen. Und sich drüber treiben lassen. Und sich drüber treiben lassen, genau so ist das. So, sehr schön. Nachtangeln gestattet. Ist gestattet. Ist gestattet. Ja, das sind eigentlich die Eckpfeiler, die wir brauchen. Mehr brauchen wir nicht. Ja. Und würde sagen, wir machen dann mal los und gucken, was wir da erwischen. Doch auch wenn man bei diesem Ausblick am liebsten gleich loslegen würde, muss erst der Kahn klar Schiff gemacht werden. Ruten und Kescher nicht vergessen, den Elektromotor montieren und dann kann bei herrlichem Wetter auch schon das Boot getrailert werden. Angelklamotten sind angezogen, Boot zu Wasser gelassen und beim Herfahren hier vom Boot haben wir schon mal geschaut oder ein bisschen am Ufer uns mal das Gewässer angeschaut und festgestellt, das Gewässer ist klar, flach und verkrautet. Das spricht jetzt nicht unbedingt für einen Zander. Ja? Zander muss man immer wissen, wenn das Wasser zu klar ist, ist der Laicherfolg für einen Zander ganz schlecht. Das heißt, ab einem Lux Lichtintensität auf Grund, auf den Stellen, wo der Zander sein Gelege bewacht, wenn da eine Lichtintensität von mehr als einem Lux herrscht, geht die Brut kaputt, sagt der Fischereiexperte. Und deswegen sind trübe Gewässer meist Zandergewässer. Hier haben wir klares Wasser und das spricht doch eher für Barsch und Hecht. Und wenn man sich den ganzen Schilfgürtel dazu noch anschaut und das ganze Kraut im Wasser, denke ich mal, sind wir beim Hechtangeln, wenn wir uns auf den Räuber jetzt spezialisieren, gar nicht verkehrt. Und mit den Methoden, da müssen wir uns erst reinfitzen, was jetzt besser ist. Ich habe da schon so eine Ahnung, was gut funktionieren könnte bei verkrauteten flachen Gewässern. Aber da müssen wir erstmal gucken, wie sich das in der Praxis auf dem Wasser jetzt macht und gibt. Und dann machen wir uns da einen Schlachtplan. Los geht die Suche nach den Spots. Besonders weit müssen die beiden Experten aber nicht fahren, bis sie die erste heiße Stelle gefunden haben. Jetzt haben wir mal geangert. Viel Ankerseil brauchen wir nicht. Das ist bis 2 Meter tief. Und zur Demonstration, was passiert jetzt, wenn ich auf Althergebrachtes setze? Ne? Was woanders funktioniert, wird wohl auch hier funktionieren. Zum Beispiel ein Gummifisch am Bleikopf. Ne? Wenn ich jetzt einfach mal hier sage, okay, den hau ich mal jetzt aus Freiwasser raus. Versucht damit am Grund unten zu fischen. Ja, diese typische Geschichte mit kleinen Sprüngen angeln oder irgendwie sowas. Ja, Barsch. Ich merke schon, ich habe Kraut dran. Ne? Okay, versuche ich mal durchzukurbeln, über den Grund zu führen. Ich spüre eigentlich immer, dass ich Kraut dran bekomme. Dass der Boden hier sehr unsauber ist. Ja. Das ist jetzt das Ergebnis ist nach dem ersten Wurf, dann weiß ich, dass ich mit dieser Technik natürlich alt aussehe. Ne? Dann kann ich angeln, wie ich möchte. Ich bekomme halt gerade der Bleikopf, der drängt halt immer wieder zum Boden runter in dieses Kraut hinein. Ne? Und der Haken tut sein Übriges, da steht schön ab. Und also tief angeln kann ich hier wohl vergessen. Philipp, der grinst schon in der Kamera, der wird schon einen Plan haben. Ich habe auch einen, aber ich glaube, der Philipp bringt euch den mal ein bisschen näher, was wir jetzt hier versuchen zu veranstalten. Also Sebastian hat ja gerade schon mal mit einem Gummifisch geworfen.
und haben festgestellt, der See ist doch ziemlich verkrautet und auch sehr flach. Wir können ja bis auf den Grund schauen. Und deswegen werde ich mich für eine andere Methode begeistern, und zwar das Chalkbait-Fischen. Ich habe ja meine Chalk-Ausrüstung dabei und ich habe hier mal so einen schwimmenden Chalk montiert. Und den werde ich jetzt an den Krautfeldern hier im Wasser, die sind doch recht gut bewachsen hier, versuche ich den mal da dran vorbeizuführen. Mal sehen, ob wir einen Hecht herauslocken können. Zum Chalkbait-Angeln zur Technik mal kurz zusammengefasst. Ne? Ich habe halt eine 1,80 Meter kurze knüppelharte Rute, die Schläge auf den Köder gut überträgt, eine 18er bis 20er geflochtene drauf und eine Wurfmulti. Eben, damit die Schläge immer auf die Trommel hier gehen und nicht so auf die Stationärrolle, auf das Schnurrlaufröhrchen. So, jetzt baller ich das Ding. Wegen so 60 bis 80 gibt es auch 120 Gramm Jerks. Das Geniale ist eben, ich kann den, da der Köder eigentlich schwerelos ist unter der Oberfläche, zwei, dreimal anschlagen, also teasen. Den Hecht damit also ärgern, herausfordern. Das heißt, der Köder macht nach jedem Schlag so Richtungswechsel, einmal links, einmal rechts. Und dann mache ich so zwei, drei Sekunden Pause. Dann chirke ich wieder einmal links, rechts und mache Pause. Dabei tanzt die Rutenspitze einfach nur auf dem Terrain von 20 cm und ich mache die Schläge aus dem entspannten Handgelenk raus. So ist eigentlich am besten. Und diese kurzen Pausen von den zwei, drei Sekunden, die man unbedingt machen sollte, da erfolgt meist die Attacke. Der Hecht liegt in diesem Krautgewölle da drin. Der Jerk geht oben drüber weg. Er schiebt sich raus und dann, wenn eine Pause entsteht, ist der Köder halt angreifbar. Für den Hecht, aus der Sicht des Hechtes, am besten attackierbar. Und dann haut er auch drauf, ohne dass ich einen Fehlbiss habe. Weil beim Jerkbait-Angeln kommen sehr viele Fehlbisse zustande. Eben weil der Köder eben sehr wild hin und her ruckt und der Hecht manchmal einfach voll vorbei hämmert mit seiner Attacke. Und durch die Pausen kann ich eben genau den Punkt auswählen, wo er mir dann drauf teert. Sebastian weiß anscheinend, wovon er spricht. Nur wenig später interessiert sich ein Hecht für seinen Jerkbait. Nur schnappt er auch zu. Ach Leute, das war schon gruselig spannend, sag ich mal. Da stand wirklich hinter dem Jerk mit der Polarisationsbrille, da habe ich das gesehen. Er hat sich nur hinterher geschoben und als dann im Nahbereich vom Boot war, dann weg. Och Menno. Obwohl, das wäre ja auch zu früh gewesen, der Erfolg jetzt. Und frühe Pflaumen sind immer madig. Deswegen. Aber es sind Hechte hier in der flachen Ecke und das animiert zum konzentrierten Weiterangeln. Doch in der Flachwasserbucht geht nichts mehr. Deshalb entscheiden sich Philipp und Sebastian, den Platz zu wechseln. Also bei einer Fahrt quer über den See mit dem Echolot sehen wir hier 2 Meter, 2,50 Meter tiefer ist das Ding nicht. Und da greift natürlich diese These, dass die Hechte in den ganz flachen Buchten stehen, natürlich nicht so wie in tiefen Stauseen oder Talsperren das der Fall ist. Deswegen sage ich, oder wir vermuten jetzt einfach auch mal, dass auch trotz des Wonnemonats Mai die Hechte hier, da das Gewässer hier bloß 2-3 Meter tief ist, auf dem ganzen See verteilt sind. Also gehen wir jetzt mal ein bisschen mit sinkenden Jerks ran. Und falls die Kraut aufsammeln sollten, was ich dann vielleicht vermute auf ein paar Stellen, gibt es auch noch eine andere richtig spritzige Geheimwaffe, die verraten wir jetzt noch nicht. Denn vorher müssen erst einmal ein paar Hechte überlistet werden. Jerk-Experte Philipp braucht auch gar nicht lange, bis er den ersten Räuber ans Band bekommt. Ja, Petri! Lebt wieder. Im dritten Wurf. Geiler Hecht. Schön. Also ist die Taktik aufgegangen, das Freiwasser mit sinkenden Chokes auszuholen. Bei der Taktik bleiben wir jetzt. Gut so, denn wenig später sind die Routen schon wieder krumm. Nicht nur Philipp, sondern auch Sebastian kommt so zu seinem ersten Posthornsee-Hecht. Ich
herrlich. Die sinkenden Jerks, das ist eine geile Geschichte. Im Freiwasser drüber gedriftet, abgejerkt und wo sollen sie denn hin, die Hechte, wenn es nur 2,5 Meter tief ist und krautig, ne? So, einen haben wir für die Küche für heute Abend. Den essen wir in der Pension dann zusammen. Der Unterkunft, das wird ein Festschmaus und der darf wieder zurück ins Kraut. Läuft doch alles perfekt, wenn da das Problem mit dem Kraut nicht wäre. Aber wie schon angekündigt, hat Sebastian noch ein Ass im Ärmel. Jetzt zu der Geheimwaffe, die ich vorhin mal so frech angesprochen habe. Diese sinkenden Jerkbaits jetzt im Freiwasser zu angeln, hat sich jetzt bewährt. Wir haben trotzdem, wenn man ihn ein bisschen zu tief sinken lässt, sofort Krautkontakt dran, weil diese Fäden halt unter Wasser stehen. Und jetzt gibt es da halt noch eine Möglichkeit, die wirklich genial ist, und zwar einfach mit einem Soft-Jerk angeln, der mit einem Offset-Haken versehen ist, der eben kein Kraut aufsammeln kann. So, jetzt die Montage, ne, von diesem Offset-Haken, ne, zum Soft-Jerk. Das ist jetzt eigentlich ein normaler No-Action-Shad und den mache ich mir jetzt einfach zum Soft-Jerk, indem ich den hier von aufspieße. Ja, zup. Durchschiebe. Erst hier drehe ich jetzt die Geschichte um. Ja, so. Jetzt suche ich mir hier den Abstand, den ich halt brauche. Okay, ich weiß, da muss halt hier aus dem Köder rauskommen. Und dann wird er geknickt. Ja, seht ihr das? So, drauf. Und das sieht jetzt ein bisschen abenteuerlich aus, ne? So als wäre das jetzt eine Fehlbissmaschine. Aber das ist es nicht. Das Teil zuckt durchs Wasser, bricht unkontrolliert zu allen Seiten aus. Ich kann ihn abtaumeln lassen nach 3-4 Schlägen. Und dann, wenn der Hecht das Ding halt attackiert und packt, der Haken, der wird greifen, weil das Einzige ist, was starr bleibt, wenn ich dann den Anhieb gegen das Hechtmaul setze. Jetzt habe ich einen Biss gehabt auf den Soft Jerk. So kam er aus dem Wasser, es gab einen schönen Gegenruck, hing aber leider nicht. Aber man sieht die Bissspuren in dem leichten Gummi, in dem weichen Gummi, meine ich. Wenn ich das mal hier auseinanderziehe, sieht man hier richtig die messerscharfen Hechtzähne, wo er hatte. Genau hier. Jetzt fahren wir rein, braten uns den Hecht und vielleicht, weil die Hütte am Wasser ist, ziemlich nah, lege ich noch mal 2 Würmchen am Spirulino auf Aal aus. Das will ich auf alle Fälle wissen. Aus dem Würmchen am Spirulino wird wohl nichts. Sebastian genießt lieber das Abendessen, als seine Aalruten auszubringen. Dafür geht es am nächsten Tag gut gestärkt erneut auf den Posthornsee. So, Tag 2 am schönen Posthornsee, den wir ja gestern erfolgreich beendet haben. Ich habe jetzt versucht, mit dem Softjerk am Steg einen Barsch zu kitzeln. Das hat nicht funktioniert, hat keiner gebissen. Philipp hat nämlich lang geschlafen, da hatte ich genug Zeit. Jetzt fahren wir hier am sehr späten Vormittag raus mit dem Boot und werden wieder die tieferen Areale, was heißt tief, 2,5 Meter, ne? Mit Softjerks auskratzen im Kraut und auch zum Teil wieder mit Jerkbaits und einfach das weitermachen, was ich gestern bewährt hatte. Und schauen, ob wir da noch ein paar schöne Posthornhechte oder auch einen schönen Barsch zu fassen bekommen. Philipp und Sebastian beginnen wie am Vortag. Sie suchen die flachen Buchten und Schilfgürtel nach Hechten ab. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass sie dieses Mal den Räubern mit Softjerks auf die Pelle rücken. Jetzt ist der Knoten geplatzt. Sowohl mit Softjerks und auch den normalen Jerks fangen die beiden Experten einen Hecht nach dem anderen. Ein Beweis für den sensationellen Fischbestand des Posthornsees.
To jerk it. Geil. Das war auch ein geiler Biss jetzt. Yeah. Petri, Alter. Danke. Auf den großen Pike Time Buffalo. Und sinkender Jerk, bisschen im Freiwasser. Aber gerade so noch über dem Kraut, aber da war schon im Kraut drin oder kann auch im Drill reingedrückt sein, aber ja, ein geiler Hecht. Dieser schöne Hecht bildet den Abschluss der erfolgreichen Visite am Posthornsee. Philipp und Sebastian haben genau auf die richtige Taktik gesetzt. Weit über 10 Hechte fielen auf die Köder der Experten herein.